Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei ATV, liebe Zuschauer. Die Osterferien sind rum und unsere Abgeordneten wieder voll im Tagesgeschehen. So geht es dieses Mal um die lokale Medienvielfalt in Bayern. Die basiert ja auf den Erlösen regionaler Werbetreibender. Das betrifft die Lokalradios, die regionalen TV-Sender und die regionalen Tageszeitungen. Durch die kürzlich erlaubte regionale Werbeschaltung bei nationalen TV-Sendern befürchten die Regionalmedien einen Einbruch ihrer Werbemärkte. Der Rundfunkstaatsvertrag enthält dazu bislang noch keine Regelung. Meine, sage ich aus dem Stegreif heraus, Anregung ist, dass man sagt, dass man das Modell Hessen doch genauer beobachtet und abwartet, wie sich das bewährt, die dann diesen Vorstoß gemacht haben, dass eben die Regionale in den Regionalen gehört, die regionale Werbung. Und ich glaube, wenn da ein gewisser Erfahrungswert vorliegt, dann sollte man hier zu einer Regelung kommen in Bayern. Aber auf der Basis dieser Erfahrungen, ist es so gravierend, muss man handeln, mit welchen Vor- und Nachteilen ist es verbunden? Also ich glaube, ein bayerisches Mediengesetz, das regelt, ist dringend notwendig. Wer dafür ist, dass regionale Medien, regionale Nachrichten, regionale Beiträge sendet, der muss ihnen auch die Möglichkeit geben, regional den Werbemarkt anzugreifen und dort die Einnahmen zu generieren. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wohnen in Ballungsräumen wird immer teurer. Und deshalb soll der Freistaat jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und seine Grundstücke nicht an den Meistbietenden, sondern an den Kaufinteressenten mit dem besten Wohnraumkonzept verkaufen und dessen soziale Absichten im Grundbuch verankern. So der Antrag der SPD. Also der Freistaat Bayern hat Gott sei Dank noch einige an Flächen, die er auch teilweise dann immer wieder verkauft. Und wenn er diese Flächen verkauft, dann finde ich es doch angemessen, dass er darum schaut, gerade in Ballungszentren, wo billiger Wohnraum, erschwinglicher Wohnraum für Familien oder für Einzelverdiener oder Studenten eigentlich ganz, ganz dringend gebraucht wird, dass man darum schaut, gibt es nicht ein Konzept für günstigen Wohnraum? Und dann soll er doch an die verkaufen, die ein solches Konzept haben. Wir können dem Antrag nicht zustimmen, weil er nicht verfassungskonform ist und weil Bayern da der falsche Ansprechpartner ist. Wenn zum Beispiel in der Stadt München die Auffassung wäre, dass man städtische Grundstücke vergünstigt einbringt, was glaube ich auch in München schon früher der Fall war, dann ist das sicher ein Weg, wo das in eigener kommunalen Entscheidung geschehen kann. Was wir tun, ist was Positives. Wir haben eine hohe, die beste Wohngeldförderung in Deutschland mit 242 Millionen Euro. Und das war es auch schon wieder von Plenum TV hier bei ATV. Liebe Zuschauer, in der kommenden Woche sind wir wieder da. Bis dahin, Servus.